Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Watch Dogs. Ich bin schon wieder direkt unterwegs zur nächsten Kampagnenmission. Wupp, hab mir dafür einen schicken Schlitzer besorgt. Den ich wahrscheinlich nicht lange haben werde. Aber die Lage spitzt sich ja eh zu und wir gucken jetzt langsam mal, was dahinter steckt. Batbuck hat zum Glück das Ganze ja überlebt. Von daher haben wir wenigstens da kein Leben. Ein unschuldiges, würde ich jetzt schon fast sagen. Auf dem Gewissen, unschuldig ist er ja nicht ganz. Aber immerhin musste er nicht sterben in unserem Auftrage. Und ja, wieder von uns zum Gunshot. Okay. War zu blöd, einfach mal E zu drücken. Gucken wir gleich mal, wo es weitergeht. Die Infos, die uns Batbuck gegeben hat, die werden uns bestimmt nützlich sein. Gucken wir mal, was abgeht. Alles in Ordnung? Hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay. Dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nikki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Oh, oh, Spannung liegt in der Luft. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Hm? Raymond Kenny. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann's entschlüsseln? Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Irgendwo muss er ja sein. Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur? Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt. Aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Kenny. Wenn das mal so einfach geht, wa? Ja, ich bin doch schon im Bunker. Erreichen Sie die Position von Kennys letztem Signal. Gut. Das heißt, ich muss hier wieder raus. Wer ist es weg? Oh Gott, ganz stimmt. Lolololololololol. Und mein Flitzer noch da. Jo. Gut, einmal auf der Karte wieder, bevor ich mich verfahre. Was wir natürlich nicht wollen, weil das einfach nur nervig wäre. Hier unten soll er gewesen sein. Gut. Ab in Flitzer. Ab geht er. Schauen wir mal, ich behalte die Karre länger als sonst. Habe aber auch das Gefühl, die reagieren total schnell. Mehr. Ausreden, ne? Telefon. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich. Und seine Geschichte. Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt.
Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, es war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Blumenkern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker, verstecke ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnetz suchen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Mann, quatschen die viel. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Blum gearbeitet. Und irgendwas sagt mir, dass er in der Nähe bleibt. Vielleicht. Boah. Aber wenn er sich in Chicago auffällt, warum war es so ruhig? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Sitz. Ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund unterzugehen. Aiden, es könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Na, herrlich. Okay. Ob jetzt hier wer ist, ist natürlich wieder die nächste Frage. Scheiße, wie lange dauert das noch? Die schicken jemand raus. Ein Techniker, schätze ich. Ich glaube, die wollen was von den Computern. So ein lahmer Auftrag. Nee, die schicken bei der Bezahlung rum. Mein Preis lenke ich nicht. Was? Wo sind die denn? Hier war doch seit Monaten niemand. Hier ist eine Wache. Haben wir noch andere Kameras? Augen offen halten. Da. Da hinten. Auch wieder Kameras. Wo ist der? Warum sind die hier? Was ist überhaupt Phase? Sind die alle dazu? Ne, außer Reichweite. Die Kamera noch. Dann habe ich gleich einmal rund um das Gebäude abgecheckt. Ich muss wahrscheinlich oben rauf oder was? Okay. Gut. Ich bin jetzt einfach mal der Meinung. Da oben rein, wa? Das ist noch nicht vorbei. Alter, sag mal. Puh. Da draußen könnte noch jemand sein. Was zum Teufel? Was suche ich denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Bleib vorsichtig. Der hat eine Kamera. Was nützt mir die Kamera? Boah, lässt sich die schwer steuern. Was ist das denn für eine? So ein uralt Ding oder was? Hier, ich habe ein bisschen was kaputt gemacht. Gut, das war jetzt nicht mehr leise. Aber ich glaube, leise ist ihr auch ähnlich gewünscht. Alter! Das darfst du keinem erzählen, was da gerade passiert ist. Gott, wie schlecht habe ich denn geschossen? Fuck! Raus hier, Junge! Raus hier! Alter, ehrlich! Scheiße! Das haben wir natürlich zum Affen gemacht hier. Jetzt wird Verstärkung gerufen.
na, komm, komm, komm. Typ. Die bring ich um, Alter. Das hab ich ja schon. Gut, der Bereich ist safe. Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Ja, wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Welcher Computer? Ich starte dann die Suche auf dem Bunker. Da unten war ein Computer. Sollten wir es auch gleich. Dann hätte ich das doch leise machen können. Boah, hier, mit Röhrenmonitor. Jetzt geht's aber richtig los. Wow. Sehr oldschool. Ja, habe ich auch gerade. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Na, wie lange brauchst du denn, du Mensch? Was machst du denn da? Zeig mal hin. Uploading. Clara, er ist online. Daten werden abgerufen. Ja, und ich bin hier. Da kommt gleich einer. Ja, es funktioniert, das ist schön. Ich bin hier noch am Abballern. Wo denn? Typ, auf zu schießen. Aufhören zu schießen. Jetzt kommt noch einer nach oben. Bleibst du unten? Ganz gechillt renne ich hier lang, du. So, das war er. Ich seh den Typen nicht, Mann. Raus hier. Gott. Was zum Teufel war der? Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist noch dabei. So, du bist tot. Geh da lang. Ich hab Leute, gesehen. Das kann es. Fuck. Oh, überall rennen die hier rum. Nagelt ihn fest. Los! Fuck. Reiß dich zusammen. Echt ein paar mehr, Junge. Wo ist denn der Typ mit der Pump hier? Der hier eine Pump oder was? Nachladen, na herrlich. Komm nochmal hoch, komm, 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 komm. Fertig. Ja, Pony. Jetzt wo ich alle tot hab, ne? Was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Ja, nu? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. Da kommt doch jetzt bestimmt gleich was dazwischen, oder? Während ich löschen will, bestimmt. Ich hab da so eine Vermutung, Scheiße, Freunde. Er haut ab. Er hat Infos zu kennen. Ich kann nicht riskieren, dass er entkommt. Sag ich doch. Ich wusste, dass da was passiert. Ich weiß, schon dabei. Ich klipp sie aus. Ja, genau. Ich klipp sie aus. Wo kriege ich jetzt eine Karre her? Ehrlich jetzt? Das sind die Autos, die ich. Na egal. Das wird schon. Ja, muss man aus dem Weg gehen, aber. Ja, hier sind natürlich jetzt schnellere. Oh, ein paar Bösche halten mich auf. Darfst du auch keinem erzählen. Geh mal aus dem Weg da. Ich muss mich kurz auf der Karte orientieren, ja. Warum ist denn hier Regen, Alter? Autobahn mit der Feuerwehr oder was?
Was ist denn das im Schrank? Hochgeschwindigkeit, jetzt kommen die Bullen auch noch dazu, oder was? Verzieht euch, dreckigen Pisser. Ja, so, jetzt bin ich hinter dem Feuerwehrwagen und jetzt bringe ich dir mit meinem kleinen Auto zum Entgleisen hier. Der rammt natürlich alles weg, Alter. Na los, fahr doch mal irgendwo hin, wo ich dich ausschalten kann. Dreckiger. Na los. Ich kann nichts machen. Glaubst du das? Alter, fick dich, jetzt entkommt der. Das ist nicht der Ernst? Der hat eine Dings überlebt. Eine fucking Granatwerfer. Nen fucking Granatwerfer. Könntest du keinem erzählen. Ja, ein bisschen kaputt bist du oder was? Alter. Ich fahre jetzt auch nur noch mit Feuerwehrfahrzeugen rum. Junge! Ja, habe ich mich selber hochgelegt müssen. Wieder ein scheiß Schwein gehabt. Kenny gehört mir. Aber. Ups. So viele schlechte. Betten, ich kann die Leute retten. Ich rette dich. Runter! Hab ich ihn jetzt aus dem Kofferraum gezogen? Mann, danke. Bitte. Ich hab was. Haben Zivilisten gerettet. Von mir selbst. Wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest. Wenn ich Ray finde. Ihr quatscht mir eindeutig zu viel. Habe ich euch das schon mal gesagt? Jetzt muss ich da auch noch irgendwie hin. Was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Naja, du wirst schon wissen, was du machst. Auf jeden Fall solltest du aufhören, so viel zu quatschen mit Nerv. Und ich sollte, ja, fahren lernen und ich sollte schießen lernen. Lassen wir das doch einfach alles mal beiseite. Back to the roots. Wir fangen jetzt hier von vorne an. Telefon! Oh. Hallo, Partner. Ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich brech dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Genau. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan?
Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. So, pass auf, da ist jetzt eine Brücke. Oder was? Ja. Damit komme ich aber auch nicht darüber. Jetzt fahre ich hier einfach im Kreis rum, oder? Da unten. Jetzt bin ich gleich wieder in der Sperrzone. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Bounty-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Aha. Das ist jetzt also nur wieder ein Kack-Zwischenziel oder was? Lokalisieren Sie eine Waffe mit dem Zugangscode. Ja, dann werde ich gleich mal loslokalisieren hier. Nachdem ich erstmal 10 Jahre geschwommen bin. So. Ja, ihr merkt sicher, dass jetzt gerade was so ein bisschen an der Einstellung hier ein bisschen anders ist. Es ist heller. Ja, ich habe ganz ehrlich diese Mission so oft verkackt. Ich glaube, es war auch bei der letzten Aufnahme vielleicht etwas zu spät, dass ich so dermaßen ausgerastet bin, möchte ich schon fast sagen. Naja, dass ich auf jeden Fall ein bisschen meiner Hardware-Komponenten zum Bedienen dieses Spiels in Mitleidenschaft gezogen habe, musste dann erstmal das Ganze abbrechen. Ja, versuche mich jetzt, nachdem ich natürlich alles wieder in Ordnung habe, wieder an der Mission und natürlich mit etwas niedrigerem Puls. So, wir sollen jetzt den Zugangscode lokalisieren. Die Typen gehen mir ja schon die ganze Zeit immer auf den Sack, deswegen ballern die Typen einfach mal weg jetzt hier. Das nervt einfach. Man geht die ganze Zeit vorsichtig rum, es nützt eh nichts. Die haben alle den Tod verdient. Von daher kriegen die jetzt ihr Fett weg. Ja, sieh mich doch. Oh, komm um die Ecke, los. Na komm. Passt jetzt nicht erwartet. So, warte mal. Irgendwas war doch... Ach, kacke, hacken muss ich den Typen ja noch. Jetzt werde ich wieder beschossen. Bam, weg. Jetzt werfen sie wieder mit Handgranaten. Ist doch gut jetzt. Ist doch... Sag mal, ach hier, hier haben wir so einen Sternoffizier, oder? Ja, wir hatten einen Sternoffizier. Jetzt ruft er wieder Verstärkung und die Handgranate. Weg hier. Ihr habt mich gerade nicht schreien hören. Waffe wegstecken. Ich bin friendly. Oder auch nicht. Was willst du denn? Oder um die Ecke. Ich spinne. Jetzt kommen die von hinten. Ja, tatsächlich. Oh. Das wär's fast wieder gewesen, ey. Kommen die auch einfach von hinten hier? Nicht die feine englische Art. Oh. Also die Handgranaten nerven, ne? Die werfen immer mehr mit den Dingern um sich. Naja. Viele sind's ja nicht mehr, nicht wahr? Was ist denn eine Goblin? Goblin? Ein Goblin! Kein Goblin. Skillpunkte erhalten. Na siehst du, Skillpunkte sollte ich demnächst vielleicht mal wieder verteilen. So, irgendwo rennt doch hier einer jetzt. Da ist er. Ich hätte vielleicht auch einfach mal auf den Kopf zielen können. Von Anfang an. Dann wäre er schnell gefallen. Wo bist denn du wieder? Hat sich wieder einer dreckig verschanzt, da? Kleiner Hobbycamper. Na los, zeig dich. Siehst du, so sieht die Mütze auf deinem blutverschmierten Kopf doch gleich viel besser aus. So, die Goblin. Ach, was, eine neue Knifte? Zeig doch mal her. Oh, Waffe weggesteckt. Okay. Salvenschuss. Macht die Waffe natürlich präziser. SGR-12. Hm, haben wir die auch schon? Nee, freigeschaltet. Uiuiui. Eine vollautomatische Pump oder was? Ja, ich lag richtig in der Annahme. Gut, dann hacken wir uns mal wieder rein hier. In dieses scheiß Dingen. Oh Gott, wer will denn den Kram jedes Mal? Jetzt muss ich
den Schalter umlegen. Um. Das ist wieder nicht. Und offen. So, und nu? Da fehlt was. Nee. Oder? Sieht gut aus. Und das haben wir schon wieder. Bisschen umgucken. Kamera. Lokalisiert. Einstellen. Und entriegeln bitte. Entriegelt. So einfach geht das. Meine lieben Freunde, schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, so viel dazu. Wenn ich euch zeige, wie man Watch Dogs nicht spielen sollte. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis dahin, euer Gunshot.